Beginnen wollen wir mit dem Thema Gartenbau. Früher hatte man seine Vorstellung, hat ein paar Skizzen gemacht und dann kam auch schon der Bagger. Heute funktioniert das alles ein bisschen anders. Und zwar, man hat seine Vorstellung, dann setzt man sich an den Rechner, es wird ein dreidimensionales Modell gebastelt, wo man auch schon alle Jahreszeiten sieht und dann geht es in die Umsetzung. Meine Kollegen Sven Jachmann und Oliver Walendowski waren bei einer 3D-Planung für Sie dabei. Seit 5 Jahren plant der Landschaftsgärtner Matthias Saum Gärten am Computer. Hier gestaltet er eine bestehende Anlage komplett um. Vorher war er beim Kunden zu Hause und hat den Garten digital vermessen. Diese Vermessungsdaten hat er in sein Programm übertragen. Jetzt lässt er seiner Kreativität freien Lauf. Dass wir hier diese geschwungene Treppe haben. Und die Bauherrschaft wollte einfach das nochmal komplett integriert haben in eine sehr moderne Mauer. Das heißt, wir haben hier eine sehr Geradlinigkeit im einen Teil und dann etwas diesen harmonievolleren Bereich mit diesem geschwungenen Element, wobei wir einfach auch dieser Mauer ein bisschen Leben einflößen wollten diesbezüglich. Und wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann sieht man jetzt die fertige Treppe als solches. Wenn man jetzt den Vergleich ansieht, ist dieser Treppenbereich einfach eingebundener, passender zu dem jetzigen geplanten Mauerabschnitt bzw. Eingangsbereich. Bei der Planung bzw. bei der Umgestaltung von dem Bauvorhaben als solches war es einfach wichtig, dass man unter dem Hauptaspekt Pflegeleichtigkeit arbeitet. Man sieht es ja hier im Bestand, es ist alles sehr wild formiert als solches, sehr viele Bepflanzungen diesbezüglich. Und wie gesagt, es war der Hauptpunkt, die Planung einzugehen. Nach diesem Entwurf erstellt er einen Film. So wird die Anlage samt Garagenauffahrt virtuell begehbar. Hier sieht man jetzt den komplett fertigen, gerenderten, visualisierten Film von der ganzen Gartenanlage. Man kann jetzt ganz gut sehen, wie einfach dieses Gesamtkonzept dann auf einen wirkt. Und es ist einfach für die Veranschaulichung nochmal einen Tick hilfreicher als so ein ganz normaler Grundriss. Und man sieht auch hier diesen sehr großzügigen Treppenaufgang mit diesen Basaltblockstufen. Und der ist einfach nur mal in diesem Schwarzton gewählt, um einfach diesen Kontrast Treppenanlage nochmal hervorzuheben. Von der Materialauswahl ist es ein ganz deutlicher Vorteil. Wir können ja die kompletten Materialien simulieren und können im Prinzip die ganzen Materialien aufeinander abstimmen. Das heißt, passt die Mauer zum Pflasterstein, passt die Mauer zur Treppe als solches. Durch diese Software können wir das im Prinzip alles gegenüberstellen und auch sehen, ob es dann auch letztendlich optisch und architektonisch passt. Beim Probegang durch die neue Treppe wird deutlich, die Beete mit den Pflanzen sind bequem erreichbar. Ganz so, wie es der Kunde wollte. Auch die Pflege der Pflanzen wird ihm jetzt leichter fallen. Tatsächlich sieht die Anlage am Rechner genauso aus wie in der Realität. Für 90% der Kunden ist der 3D-Entwurf ein Muss. Denn nur anhand des Grundrisses kann sich kaum jemand vorstellen, was der Gärtner eigentlich vorhat. Mit dieser Technik gibt es keine unangenehme Überraschung. Der Garten wird genauso, wie er Wochen zuvor am Rechner simuliert worden ist. Bauen und Wohnen. Schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.